das alles zusammen hat. Wo ist denn aber so abgeregt? Also, haut also große Dame, Kunstfeld. Oh ja. Ein Tass Kaffee, manchmal. Ja, manchmal. Hast du da noch mal einen halben Löffel pro Tass gemacht? Ein halben Löffel pro Tass? Mit Hut er doch nicht besser, just im Wasser einen Kaffeespoon zu weisen. Das sind ich, aber ich noch etwas Handfestes. Handfestes? Oh, damit gefällt mir. Oh, Madame Metzler, komm mir wieder dran, dass ich zu siehst du lutscht. Da wäre ich aber auch gerne ein Zussis. Du kleine Schneeker, du. Sie der Ordner immer heim. Aber ja, wir haben ein bisschen beim Kaffee gepotert. Professorin, du kennst das Fräulein. Wir können auch nicht die gleicheren fort. Aber damit ist sie nicht im Hai, weil Madame Gonsalves hat mir gesagt, dass du ein Affärung bist. Ein Affärung vom Professorin, da kannst du mir natürlich nicht in Ruhe lassen. Und Draghi, du kleinen Drager. Vergiss nicht zu knallen, du bist mir schon ganz nervös. Tschüss, bis dann. Wo ist meine Kamera? Hi. Merci. Der Publik, du kannst dich schon in Ruhe lassen. Rausheit oder entfluppt? Entfluppt? Oh, weise, starke Mann! Madame Gonzalez, wieso den Dutigen noch stolz sind? Den hatte ich auch mal in Kerger. Hoi, trink mal ein Tass Kaffee, da das dann eins, was heute noch zu holen ist. Also, ohne ihr Spenden, sind wir paar Eats. Wir neischt, neischt, neischt. Neischt? Was heißt neischt? Oh. Ich starte die bezüglichen Rechnung nachher mal nicht. Wie weit könnt ihr denn los schon mit der Rechnung? Hast du schon gekriegt, ach? Also, Herr Busch, die hat uns gerade noch an der Sammlung gefehlt. Hi, darf ich euch vorstellen? Der Professor Dr. Artus Santus, Präsident vom Kulturverein Kunst und Heim, Quant und Artist in der Foyer, er ist sozusagen Entdecker. Und hi, den Herr Busch, Hieronymus Busch, also Ausstreicher und Tapeziermeister, das Heim, die die Bradini-Tapetenrechter gemalt hat. Was? Die hat mein Tapetenrechter angeräumt an den Mauer gehängt. Was schon rum passiert? Hört das da nie ab? Wieso? Was das schon einmal passiert? Einmal? Immer? Aber nimmer als hier dabei. Ich? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mir schon ein Kippe begegnet sind. Oh, doch. Schon das. Die erste Kehr, das war an der Foire um Kirchspiech. The Lux Expo, the Box, wie sie heute suchen. Oh man, das wäre ein Box gegangen. Ich sollte nämlich die Wasserschritt an der Halt 7 überstreichen. Dabei habe ich zu viel fest auf den Pinsel gedreht, den hast du gebracht, am Matt auf Herb auf den Boden. Ich hatte nicht anders dabei wie mein Jacket. Ich habe sie ausgedrückt, am der Versicht, die Flagge wegzukriegen. Und das aber immer nach mir groß gehen. Dann ich mein Jacket daneben gelöscht. Ich bin an den Auto terpeteisig gegangen. Und wie ich rumkomme, war es geschieht. Wie ein Geschichte am Märchen. Ich hatte einen extra Preis an der realistischen Skulpturmalerei gewonnen. Erinnere dich, Herr Professor. Es war der goldene Pinsel, an dir wurde nicht verrischt. Dir war das? Aber für was hat ihr erst dann nicht gewiesen? Mein Archiv als Gesicht! Mal ein Ausstreicher und Tapeziermeister als Künstler! Wo lebt ihr, Herr Professor? Der sieht der Brandini! Oh, Meister! Das mal ein Eier! Mehr fehlt mir da! Der sieht nicht der Brandini! Wir haben den richtigen Maler kennengelernt! Der Brandini sieht ihr nicht! Natürlich nicht! Ich schaffe ihn unter dem Namen. Also ich schaffe ihn als Busch,
Und mein Künstler nun ist Brandini. Wieso dann das? Ma ja, demnächst hatte ich an meiner Jackets-Tasche ein Zettel von meinem Freund Roberto Brandini. Und da stand drauf, ich komme gleich, Brandini. Und das, Herr Professor, das tut ihr als mein Visitekart verstanden. Und Santa hier schicke ich immer mein Kunstwerker, wann ich mein Atelier abraube. Thank you.
Ihr seid wirklich froh, dass ihr so viel Leid ist. Was auch die Welt kommt, sind wir dabei zu sehen, wenn die jungen Leute als Weißen werden sie alles an der Tudern Musikschule gelehrt. Lehren und sich dabei weiterentwickeln, das sind halt nur die Jungen, die hier auftreten. Ihnen merci für ihren Ansatz und auch die Courage für ihr Publikum, ihr Können zu weisen. Der Gemeinderat Schäferhund, der das sonst unterstützt, fördert und Budget zur Verfügung stellt, vielen uns merci, dass ihr so dankbar heißt bei dieser Feier.
Längen ein Instrument zu lernen oder Noten zu lernen, geht viel mehr, zusammen etwas zu machen, Fried tun und Fried auch zu vermitteln, ihren Eltern und Großeltern, die dich immer unterstützt haben. Viele Worte dem Daniel, ein großes Merci so für dir. Das fehlt benevolent Engagement, du bist sehr high zwischen den Eltern, den Kindern und der Gemeinde an der Reise. Ich sage dann aber am Namen vom ganzen Chef, ich dir ein Merci, den du noch in Thais. Und ich will dann noch betonen, was mich besonders freut, den Oven zu sehen, als wie viele Schüler den Oven auf der Bühne stehen. Und ich meine noch das, dass ein Beweis dafür, was heute für gute Arbeit gelegt wird, nicht nur an den Musikskuren, sondern auch an den Musikern selber. Bei Gelegenheit von der Nationaler UGDA-Diplom-Überreichung konnten auch die Schüler aus der Stangefurter Gemeinde hier Diplome durch den Bäuermeister überreicht. Am Namen von der Stengefurter Vereinsantan selbstverständlich heißen Sie alle guten herzlich willkommen. Wir sind selbstverständlich auch froh, dass die Vereine alle guten präsent sind, die um Christmärz eine Hand mal durchgepackt haben und die auch wie alle Jahres viel geschafft haben. Besonders heute Abend will ich begrüßen als zwei Chefin, den Sammy Werner und Jan Wünsch. Den Pettinger Skilist und Schöllchen sind also ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Besonders froh sind ich aber auch, dass zwei Vertreter hier sind von den Assoziationen, die wir gesagt haben, wir geben das Geld das Jahr durch eine Spende. Das ist einfach allein für Maladie Rare, SBL, und dann liegt HMC von Kapellen. Ich gebe ich dann aber beiden das Geld von 2075 Euro von den Vereinen entgegenzuholen. Ja, die Damen und Herren, die Vertreter von den Vereinen, die Vertreter von der Schule, die Vertreter von den zwei Assoziationen, wo wir heute noch ganz hoffentlich sind, ob wir können den Scheck zu überreichen. Als Gemeinde organisieren wir ja, als ersten für die Mitarbeiter von der Gemeinde. Und da war da bis jetzt immer viel gesehen, dass es so eine kleine Kado Madabisch überreicht gehen. Und hat ja gewisse Monate gehört. Madabisch aus der Administration sie selber und als Ruhgetreuen haben gesagt, ja, was machen wir mit dem Kado? Es bleiben viele von denen Kado, um dem Jessen, um dem Dörstor, wo sie vergisst gehen. Komm, wir holen das Geld und wir lehnen das beim Christmarkt dabei, bei den zwei Assoziationen, die du den Scheck kriegen. Dafür haben wir gesagt, dass als Monate von 500 Euro insgesamt, das heißt, wir lehnen bei den Scheck pro Assoziation 250 Euro drauf, stellvertretend an der Funktion eben. Für sämtliche Mitarbeiter
von der Gemeinde Steingefurt. Leif Freund alle Götten am Namen von der Alain, Rachkrankheit in Lützeburg, sage ich euch vielmals merci für ihr Engagement, aber auch für ihr Unterstützung. Was sind Rachkrankheiten? Rachkrankheiten sind Krankheiten, die Männer wie eng wie von 2000 Personen betreffen, an den degenerativen Verlauf haben. Das heißt, dass sie nicht mehr gesund geht, Birchhoff. Von diesen Krankheiten sind praktisch keine Krankheit, die behandelbar ist. Und die Manns können geheilt gehen. Das sind höchstens 1%. Für Lützeburg an sich haben wir ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben diese Maladie rar, wo oft kein Code ist und so. Wir fallen durch das Netz. Und wir müssen wirklich für so Kleinigkeiten wie Kine oder Ergo oder in Auslandsüberweisung wirklich kämpfen, weil als Krankheiten nicht so bekannt sind. Madame Feider hat erklärt, was für eine Unterstützung betroffene Leute können kriegen. Also die KGMC ist eine Assoziation für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Wir setzen uns an für die Inklusion der Leute, für ihre Rechte, Rechte auf Selbstbestimmung für und allem. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die meisten Leute kennen die KGMC von der Stadtlinie, die wir auf der Kap haben. Wir haben, was viele Leute aber nicht wissen, also wir haben insgesamt 24 verschiedene Ateliers. Also das sind hauptsächlich handwerkliche Ateliers, das sind also auch Gärtnerei. Und dann haben wir eine ganze Reihe Service, also Ateliers, die außerhalb von der CAP sind. Aber nicht nur Arbeitsplätze, wir machen auch, bieten auch Leute mit einer Behinderung eine Ausbildung an. Madame Nussbusch hat Möglichkeiten abgezählt, die die geistig behindert durch die KGMC Geburt kriegen. Wohngemeinschaften von. Danke, so. Ich gebe vielmals Merci an all die Leute, die hier sind. Es sind ungefähr 70 Leute hier. Ich meine, es sind alle aus Wissen, nämlich Gesichter. Für uns alle größte Merci an die zwei Scouts-Gruppen, die immer mit vielen Leuten hier sind. Wir hoffen, sie sind alle Privatleute. Ja, die auch hier hinten abbrechen tun. Merci vielmals, jeder spielt hier auch mit. Es gibt genug zu putzen. Wenn noch kein Kaffee kostet, hat profitiert, weil wir hier los. Schöne Woche geht es wirklich essen, aber für die Leute, die noch nicht an die Kippe gedreht sind, die sollen nach rüber gehen, die Jumme alle waren. Thank you.
Aber wir fanden uns hier beim Stengelforter Ersatzcenter, wo, wie im Hintergrund wahrscheinlich gesagt, die Botsaktion so lösen benennen geht. Wir haben nicht mehr gute Nachrichten dieses Jahr, wir haben super Wetter gehabt. Wir hatten mehr Leute wie sonst, wir hatten einen guten 80 Leute im Endeffekt gehabt. Und die dritte gute Nouvelle ist, dass wir am großen Ganzen Männer knasch von wie die letzten Jahre. Das heißt, entweder sind die Leute mehr sensibilisiert entretemps oder das einfach, wenn wir alle Jahre gehen, dass wir immer mehr darin fanden. Man behandelt wird im All. Eine so, die andere anders, da gibt's keinen Fälschungsplan. Dass die Weiber, dass die Weiber treu bleiben, also wie? Das hat man noch nicht ergründet, da gibt's keine Theorie. Der einen macht man Komplimente, so und so und so und so und streichelt, streichelt ohne Ende, so und so und so und so. Der andere muss man imponieren, so und so und so und so. Man kann sie auch sogar sehen. Woo-hoo!
Jeder gesehen, wie man sich von Herdorf und geht auch alles ganz gut hat, weil die Herzen so gut sind, wie sie zum Teil hat. Thank you.
run home where I want you to go. Yes, I will. I couldn't change. I was lost, oh yeah. Oh.